Moin, moin und hallo zusammen. Na, sieht das aus wie eine deutsche Tankstelle? Wohl eher nicht, würde ich sagen. Agrola steht da. Herrliche Landschaft, herbstlich. Keine Ahnung, was das ist. Hier sind so 20 Seelenkäfer in der Gegend. Dazu eine aktive Bahnstrecke und ein Bahnhof, der nicht total versifft ist. Ganz genau, wir sind in der Schweiz. Ja. Ja. Und dankenswerterweise ist jetzt auch mal die Sonne rausgekommen. Ah, weil auf dem Weg hierhin bin ich Autobahn gefahren. Und oje, oje, ne? Das war noch relativ früh. Ich bin noch vor 9 Uhr zu Hause losgefahren. Und ja, das war da teilweise nur so 7, 8 Grad und so Frühtau und Nebel und diesig und ach, hey, ich habe schon einen abgefroren, ja. Naja, aber kaum ist man in der Schweiz, klart alles auf. Ja. Man sieht schon, es ist sehr herbstlich und wir haben in der Tat auch den Oktober. Und ja, da dachte ich mir kurz entschlossen, wo doch die Tage schon immer kürzer werden, fahre ich doch mal noch mal ein bisschen in die Schweiz. Und zwar zum Sentis. Das liegt da so ein bisschen süd, was ist es? Südöstlich vom Bodensee. Und ist da ein Berg und die höchste Erhebung der Region. Da war ich vor, ja, 3 Monaten, 2, 3 Monaten schon mal. Da war ich allerdings mit dem Auto unterwegs. Und die Gegend hat mir so gut gefallen, dass ich dachte, da muss ich doch mit dem Moped auch unbedingt noch mal hin. Ja, und jetzt ist es halt soweit. Ja, herrlich. Wunderschöne herbstliche Landschaft. Traumhaft, ne? Der goldene Herbst, wie man so schön sagt. Das trifft hier wirklich zu. Ach, guck mal hier. Ja, Herbst pur, ne? Die Ziegen sind draußen. Kühe habe ich schon jede Menge gesehen. Das Navi habe ich natürlich wieder auf kurvenreiche Strecke eingestellt, ne? Deswegen haben wir hier auch diese wunderschönen kleinen Sträßchen. Doch, hier herrlich, schön, ja. Also das ist ja wirklich. Ja, ich komme ja gebürtig aus dem Weserbergland. Da ist auch ein bisschen hügelig, aber nicht so schön wie hier, ja. Und überall die gemähten Wiesen, ist ja wie auf dem Golfplatz, ja. Wirklich alles schön zurechtgestutzt, muss man sagen. Sehr ordentliche Leute, ja, offenbar. Da stehen auch schon wieder Tiere auf der Wiese rum. Also Tiere hat es hier wirklich reichlich draußen. Was in den Videos nicht so rüberkommt, ist, dass hier in der gesamten Region doch ein deutlich wahrnehmbarer Güllegeruch in der Luft liegt. Also das ganze Viehzeug, was hier rumsteht, das produziert ja dann doch das ein oder andere. Und ja, es sieht mir aus, als wäre hier auch in den letzten Tagen explizit noch was ausgebracht worden. Manchmal sieht man es hier auch auf den Wiesen, sieht man in den Videos auch nie, jetzt nicht so. Dass das auch so ein bisschen dunkel verfärbt aussieht, also als wenn da wirklich die Bauern ja, die Gülle ausgebracht hätten. Ich sag mal so, ich bin's auf jeden Fall nicht. Und naja,
hat halt doch so alles seine Nachteile mit dem ländlichen hier, ne? Ach, hier rechts auch, schau mal, die Berge. Ach, traumhaft. Traumhaft. Der Sentis ist übrigens da oben links. Das kann man in dem Video wahrscheinlich nicht erkennen, weil das zu weit weg ist. Ja, aber da kommen wir gleich dann ja noch näher ran. Dann kann man das auch noch mal richtig sehen. Ah, jetzt. Da, geradeaus, so ein bisschen rechts. Da kann man den Sentis jetzt sehen. Man sieht auf dem Gipfel, da gibt es ja auch so ein paar Häuser und eine große Antenne. Oder ja, Antenne, Sendemast, wie auch immer. Bietet sich ja immer an, wenn man eine hohe Erhebung hat, dass man da auch so einen Sendemast hinstellt. Und wir sind jetzt auf einer der, naja, Hauptzufahrtsstraßen, sage ich mal. Entsprechend hat es hier dann auch schon mehr Verkehr. Und ihr werdet gleich sehen, das ist am Senti selbst. Da, ja, da gibt es halt so eine Seilbahn, die darauf führt. Die werde ich heute nicht benutzen, denn das habe ich eben vor 2, 3 Monaten schon getan. Und ja, da es erstens eine Seilbahn ist und zweitens wir in der Schweiz sind, oder ich in der Schweiz bin, ist das Ganze nicht so völlig preiswert. Das heißt, ich werde mich darauf beschränken, einfach mal da zur Talstation der Seilbahn zu fahren und da gucke ich dann mal, ob ich ein bisschen was zu essen bekomme. Also das werdet ihr sehen, da hat es dann größere Parkplätze und so, da ist dann schon ein bisschen was los. Ja, also man sieht schon, ja, wie angedroht, dass der eine oder andere Parkplatz ist hier durchaus zu sehen. Jetzt liegt natürlich die ganze Seite da rechts so im Schatten, deswegen kann man da nicht so viel erkennen jetzt. Ist natürlich etwas unschön, aber ich fahre ja trotzdem mal rauf. Aber es ist immer noch deutlich weniger los als am Sellerjoch in den Dolomiten. Ja, also da ist wirklich, also da ist die Hölle los, ne? Also definitiv. Hier steht übrigens, hier ist eine kleine Kirche, deswegen stehen hier auch so viele Autos. Das hat irgend so ein Gottesdienst, ne? Sonntags, 12 Uhr rum, das passt schon, da begibt man sich ja gerne mal in den Tempel. Also ja wirklich blöd, dass hier jetzt alles im Schatten liegt, ne? Weil sonst sieht das eigentlich wirklich ganz nett aus. Kann man sich vielleicht auch so ein bisschen hier vorstellen, hier links mit den Steinen und so, ne? Ist schon alles ganz nett. Ein Hotel gibt es hier noch und eben diese Seilbahn, die dann oben auf den Berg rauf führt. Alles relativ neu gebaut. Auch ganz, ja, ganz schön zurecht gemacht, muss man wirklich sagen. Also da merkt man so ein bisschen, dass, ja, wie soll ich sagen, die Seilbahn und die Gastronomie hier und so, das wirft doch alles ordentlich Geld ab, sodass man da auch ein bisschen schöner bauen kann. So, er winkt mich direkt hier rein. Und dann fahre ich hier doch auch mal hin. So, gut gestärkt geht es jetzt auf den Weg zurück. Also oben auf den Berg bin ich nicht gefahren, da ich nach der Bezahlung des Mittagessens, der Klammer auf, Schnitzel Pommes ohne Salat, direkt schon wieder pleite bin. Ja, es ist halt Schweiz, ne? Der Schweizer Franken und so, das ist halt so eine Sache. Das macht er, ach, ein Deutscher, ja, deswegen fährt er auch so beschissen. Ja. Das erklärt natürlich alles.
Ich habe mich etwas frei gemacht. Ja, ich habe mein Winterhöschen ausgezogen. Wir haben zwar hier nur 14,5 Grad, aber wir sind ja auch oben in der Höhe. Und das heißt, ansonsten dürfte das gleich doch deutlich wärmer werden. Ah, herrlich, oder? Gekommen sind wir vorhin ja da vorne links, ne? Und zurück fahren wir aber hier rechts rum. Und ich habe da noch so den ein oder anderen Schlenker geplant. Der verspricht durchaus sehr interessant zu werden. Ein bisschen kenne ich die Strecke auch schon, weil ich ja eben schon mal hier war. Insofern, ja, freue ich mich schon auf das, was da jetzt gleich alles noch so kommt. So fährt man immer schön entspannt Motorrad, ne? Wenn man was gegessen hat, man hat Zeit. Mittlerweile haben wir 22 Grad, total angenehme Temperaturen. Die Landschaft ist nett, ja. Kann man hier schön gemütlich durch die Gegend gondeln. Okay, die Autos stören so ein bisschen, aber ich meine, ist ja jetzt sowieso nichts jetzt, wo man jetzt das Verlangen hat, möglichst schnell zu fahren oder so, ne? Sehr schön. Okay, ein bisschen schneller könnte schon gehen, ja. Ach, naja. Ich habe extra gesagt, ich möchte hier jetzt mal lang, das sah mir auf der Karte einigermaßen kurvig aus. Weil wenn man von ja, vom Sentis auf der schnellsten Strecke, ach guck mal da vorne, ach herrje, was ist das denn? Ich würde sagen, das ist der Bodensee da links, wo es der ganze Nebel unten noch drüber liegt. Kann das sein? Also ignoriert man hier diesen Verkehrsstau. Ja, ich gucke da oben links Richtung Horizont. Ja, da müsste man gleich eigentlich auch noch ein bisschen näher kommen. Ja, das kann eigentlich nur hier Bodensee und so sein, ne? Ah, das heißt hier schön Sonne und Bodensee ist immer noch genauso wie heute Morgen auf der Hinfahrt überall. Dass da die ganzen Wolken und der ganze Dunst noch drin liegt. Ah, herrlich. Hier sieht man auch nochmal, wie das alles so besiedelt ist, ja. Also es ist schon alles relativ dicht besiedelt, ne? Egal wo man hinguckt, überall hat es Häuser. Aber die, ist nicht so, dass die sich jetzt alle ganz so eng wie möglich zusammenballen und dazwischen ist dann gar nichts. Sondern das ist alles immer so ein bisschen verstreut. Ja? Und ja, das wollte ich auch gerade erzählen. Ne? Wenn man jetzt nämlich auf der Hauptstraße da vom Sentis Richtung Bregenz fährt, dann zieht sich das da, ach was weiß ich, fast 100 Kilometer. Naja, vielleicht sind es 50, ich weiß nicht genau. Aber wirklich immer nur von einer Ortschaft in die andere Ortschaft rein. Ne? Eine Ortschaft ist zu Ende, es fängt sofort die nächste an. Ne? Oh, und das ist natürlich da nervig, ne? Wenn man Dutzende von Kilometern immer nur 50 und Ortschaft und so, ne? Ja, dann fahre ich lieber hier. Sind wir in Mitte wahrscheinlich auch nicht schneller als 50, aber ist ja doch um einiges interessanter, ne? Ach ja, hier, da, rechts. Ja, da liegt auch. Liegt auch der ganze Dunst noch im Tal drin, das sieht man richtig. Aber man merkt es auch hier so, ne? Das ist, mal gucken, in dem Video kommt das jetzt wahrscheinlich auch alles so ein bisschen trüb und dunstig und verstaubt raus, das Bild.
Aber das ist so, wie es hier tatsächlich auch aussieht. Ah, das ist ja wirklich fantastisch hier. Moment, Kurve. Ich kann ja gar nicht. Weiß ja gar nicht hier. Ah, das ist ja toll. Als ich hier im Frühjahr war, lag noch Schnee. Der ist jetzt natürlich weg. Beziehungsweise es ist noch kein neuer dazugekommen. Und ach, guck mal. Das ist da super. Mit dem, das ist ja wirklich toll. Mit dem Dunst da drin so. Im Schwarzwald hat man das auch ganz gerne mal. Wenn so... hat ja auf der östlichen Seite der Schwarzwald und auf der westlichen Seite die Vogesen. Und dazwischen die Oberrhein... der Oberrheingraben. Und das hat es da auch schon mal, dass in dieser im Oberrheingraben überall dann der die ja die Wolken drin liegen, ne? Und dann sieht man halt nur so die Bergspitzen des Schwarzwaldes und die Bergspitzen der Vogesen oben Braunstechen, ne? Das ist auch wunderbar, ja? Also da schau ins Land, die Ecke so, da kann man sowas ganz gerne schon mal beobachten, wenn das Wetter passend ist. Ne? Ach, hier auch. Guck mal. Ach, toll. Also, wie oft ich heute schon toll... Ach, guck mal, da ganz rechts. Ach, super. Also, tja. Der Tag hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja. Auf der Hinfahrt mit dem ganzen Nebel und Regen habe ich echt gedacht, oh Gott, ja. Richtig warm war es mir auch nicht wirklich, aber ja, das ist... ich hatte es ja eigentlich schon erwähnt, das ist wirklich... Fährt man morgens los und wird halt in so ein ganz anderes Umfeld hier geworfen. Und da kommt natürlich auch noch dazu, dass es, dass wir nicht in Deutschland sind. Ich meine, so anders ist es jetzt auch wieder nicht, aber ja, man merkt das schon so, ist doch alles ein bisschen anders. Ich habe es auch beim Mittagessen gemerkt, an der Freundlichkeit der Leute, ja, die hier einfach sensationell ist. Ja, und ich glaube, so ein paar Kurven noch und dann denke ich, können wir noch mal wieder so ein paar Bilder oder ein paar Blicke auf den Bodensee erhaschen. Ja, hier zum Beispiel, ne? Toll. Sage ich schon wieder toll. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Ein richtiges Wolkenmeer sozusagen, was da über den Bodensee hängt. Mittlerweile habe ich mich durch Bregenz hindurchgequält. Da ist wie immer natürlich ein Riesenstau. Und ja, vom Bodensee ist durchaus was zu sehen, ja. Aber wenn man mal so schaut, also so ein bisschen diesig ist es durchaus doch. Ich denke, ein ganzer Teil ist mittlerweile von unserer, in dieser Warterei hier im Stau, jetzt auch, hat sich da, was ist das, jetzt, keine Ahnung, wie ich den Satz begonnen habe, ja. Ich denke, ein Teil des Dunstes hat sich einfach jetzt schon aufgelöst im Laufe der Zeit. Ja, und weil ich meine Alpenvideos sonst immer ganz gerne in der anderen Richtung an dieser Stelle beginne, dann mache ich hier doch mal Schluss. Bedanke mich fürs Zusehen und ja, vielleicht sieht man sich ja irgendwann mal wieder. Bis dann. Tschüss.